Aber wir sind noch nicht am Ende. Okay. Ich habe ja versprochen, es gibt 3 Stufen. Ja, und die 3. Stufe, die geht dann jetzt noch einen Schritt darüber hinaus. Im Grunde gibt es dann gar keine Interaktion mehr, sondern es passiert etwas, was ich Identifikation nenne. Und das heißt nichts anderes, Fachbegriff, aber es heißt nichts anderes, als dass die Person des Influencers in das eigene Selbstbild integriert wird. Okay. Ich schaue gar nicht mehr. Ich schaue das gar nicht mehr, was Bibi macht, ja, an dieser Stelle, sondern ich bin Bibi. Okay. Ich versuch's mal so. Klingt ja ein bisschen gruselig. Ja. Es klingt vielleicht ein bisschen gruselig, aber in dem Augenblick, wenn die 10 Minuten Video laufen, dann gehöre ich mit dazu. Und dann gibt es eine stellvertretende Erfahrung. Und was Bibi irgendwie erfährt, das widerfährt mir selbst auch. Ich habe dann auch was so richtig gut, es reicht an dieser Stelle ein Standbild sozusagen. Miami, follow me around. Also das, was Bibi hier erlebt, ist für jemanden, der identifiziert ist mit Bibi, ist das sozusagen die gleiche Erfahrung. Der tolle Freund, wird übrigens auch diskutiert, ist überhaupt ihr Freund, ist womöglich ja homosexuell, solche Geschichten gehört auch dazu. Gossip, ja, ganz wichtig, auch gerade bei jungen Leuten, da gibt es jede Menge Gossip, aber bei den Alten übrigens auch. Und da kann ich sozusagen an dieser Stelle das selbst erleben. Und kennen wir natürlich auch von woanders, habe schon gesagt, aus Romanen. Dann liest dann jemand die Rosamunde Pilcher oder wie immer. Ja, die und dann gibt es diese große. Ja, genau. Und dann gibt es dann die große Liebe mit dem Oberarzt der Klinik so und so. Und dann fühlt man da 100% mit. Die sind auch absichtlich so geschrieben, dass man das so 1:1 miterlebt. Und für die Zeit, die man das Büchlein in der Hand hat oder das Heftchen, ist man diese Person. Und so ist es dann bei Bibi auch, wenn sie diese höchste Stufe erreicht hat, dann muss ich gar nicht mehr influenced werden, sondern ich bin Bibi und ihre Einstellungen sind meine Einstellungen und ihre Gefühle sind meine Gefühle. Ich kann das alles 100% nachempfinden und dann wird es eigentlich noch, also da kann dann auch der Franz Beckenbauer aus dem mit seinen Suppen irgendwie nicht mehr mithalten, wenn diese Stufe erreicht ist. Ja. Okay. Ist das denn für, das klingt jetzt ja für mich ja schon fast gefährlich. Also das ist, weil wenn ich ja jetzt eins von Bibi höre, entscheidet sich morgen keine Video mehr zu machen oder irgendwas Schlimmes passiert oder sowas? Oder ist das dann wirklich nur so für einen Zeitraum, wenn ich es jetzt mache? Ich nehme mal sehr stark an, dass es für einen Zeitraum ist. Also wir haben da jetzt diese Erfahrung noch gar nicht. Das ist ja alles noch ganz neu. Ja, und wir wissen gar nicht, wie das ist in 10 Jahren, wenn das Alter mal raus ist. Das gab es auch immer. Also ob das mal Rockstars waren, Fußballspieler, irgendwo war man dann so stark identifiziert, dann steht man vorm Spiegel und singt das tolle Stück von Led Zeppelin, singt man nach in den 70er Jahren, ne? Fühlt sich dann so wie der Sänger oder wie Janis Joplin oder sonst was, wenn die ältere Generation jetzt zuschaut. Das gab es eigentlich auch schon immer und war auch nie gefährlich. Wir haben auch sonst über Hunderttausende von Jahren über Imitation und Identifikation auch gelernt. Ne? Und dann hat der Großvater was vorgemacht in der Werkstatt. Und wenn ich das Werkzeug so in die Hand genommen wie der Großvater, da war ich der Großvater in dem Moment. Ja, also so, das ist in dem Sinne nicht gefährlich, sondern es ist eigentlich eher ein ganz natürlicher Prozess. Wir haben es in der Kindheit, sind es oft die Eltern. Und wenn man jetzt aber in die 13, 14, 15 Jahre reinkommt, dann kommt die berühmte Pubertät, die Eltern werden peinlich und dann kommen eben neue Influencer in diesem Sinne oder in meinem Sinne Identifikationspersonen, Imitationspersonen, die man nachmacht und auf diese Weise lernt, mit dem Leben umzugehen. Okay. Wie gut dieses Vorbild jetzt ist, ob es gute und schlechte Vorbilder gibt, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ja, aber die möchte ich an der Stelle jetzt auch nicht ohne Ende jetzt auch zu Ende diskutieren. Gefährlich ist das in dem Sinne nicht, sondern ein ganz, ganz natürlicher Vorgang. Also es ist auch jetzt nichts Böses, wenn wir als Marken jetzt sozusagen diese Influencer nutzen, um Markenbotschaften
durch diese Identifikation, die stattfindet, eher dann so mit reinzutun, ist letzten Endes auch ganz normale Werbung. Der Versuch war immer da. Okay. Ne? Und passiert ist es auch immer. Und ob man es da jetzt, man könnte jetzt Gesetze erlassen, dass man versucht, die Identifikation auszuschließen und so weiter. Ich würde das für idiotisch halten, Entschuldigung, denn das ist das Leben, ja. Und das ist auch irgendwann wieder vorbei. Das würde ich vorhersagen. Ne? Wenn die 25 sind, erinnern Sie sich an Bibi, werden Sie sich auch lieb und nett und freudig an Bibi erinnern, aber Sie sind dann eine Stufe weiter und haben irgendwie wieder ganz andere Themen und besprechen was anderes und stehen auch nicht mehr auf dem Schulhof und müssen das letzte Bibi-Video überhaupt gesehen haben, damit sie noch mitreden können und sowas. Das ist irgendwann vorbei. Das ist eine Phase sozusagen. Ich glaube, ja. Okay. Gibt es sonst noch was, was Sie aus so sozialpsychologischer Sicht bei Bibi noch beobachten, wo Sie sagen, das ist wirklich bemerkenswert? Ich hab eigentlich auch noch ein bisschen was mitgebracht. Was sind so typische Methoden, habe ich mir jetzt auch mal angeguckt. Also auf jeden Fall immer die Ich-Perspektive. Ne? Ich habe euch was mitgebracht. Sehr viel Beschreibungen von Gedanken und darüber hinaus auch von Gefühlen. Also wie fühle ich mich da im Moment? Egal, ob ich jetzt das Produkt in der Hand habe oder mit meinem Freund, der macht irgendwelche Pranks mit mir. Prank habe ich gesagt, dann habe ich meine Töchter korrigiert, haben gelacht. Also irgendein Prank, der da gemacht wird, das heißt auf gut Deutsch, es wird ein Streich gespielt, genau. So habe ich es verstanden. Das ist natürlich auch lustig, ist auch so eine Methode, irgendwie Gedanken und Gefühle dann auch rüberzubringen. Was habe ich mir noch mitgebracht? Im Grunde wird auch eine alternative Realität geschaffen an vielen Stellen. Also die Realität sieht ein bisschen anders aus, eine 5 in Mathe, der Papa ist sauer, was wir so aus dem Alltag kennen. Gestoppt. Und das wird wirklich, kann man sagen, wird auch gestoppt. Jetzt kann ich so ein bisschen aus der Realität flüchten. Da ist die Mathe 5 und da ist diese tolle Reise nach Miami. Also kann ich die Schule, den Stress in der Ausbildungsstelle und so weiter, kann ich alles erstmal vergessen. Im Grunde ist dann nur noch ein scheinbarer Bezug zur Realität da. Ja. Denn wie viel 13- bis 17- oder 20-Jährige fahren den zweimal, fünfmal im Jahr, was weiß ich, nach Miami oder an sonstige Traumurlaubsstellen und so weiter. Immer ganz wichtig auch die physische Attraktivität. Das hat sich also früher schon immer bemerkbar gemacht. Das ist heute, glaube ich, noch wichtiger geworden, diese Körperlichkeit. Wie sieht jemand aus? Da muss man was zu bieten haben und das haben die beiden natürlich auch. Darf ich da kurz einhaken? Ja, das finde ich super spannend. Ja. Muss es denn so eine besonders attraktive Menschen sein? Müssen die was Besonderes haben? Also ist es eher so, weil ich kenne ja auch viele Influencer, die auch erfolgreich sind, die jetzt nicht diesen Bibi-Look entsprechen oder den Julienko kantiges Gesicht haben oder sowas, sondern vielleicht ein bisschen moppelig sind, aber irgendwie so Originale dann ja sind oder so. Na, ich habe ja ein Video tatsächlich dazu auch schon gemacht, was ist attraktiv. Das müssen wir dann verlinken. Das müssen wir dann auch verlinken hier oben, ne? Hier kann man das dann so anzeigen. Also gerne da auch mal klicken. In Kurzform, es gibt verschiedene Faktoren, die für Attraktivität verantwortlich sind. Da ist natürlich einmal die physische Attraktivität, das habe ich jetzt auch hier hervorgehoben. Ja. Aber das ist längst nicht alles. Was wir auf jeden Fall auch immer brauchen, ist eine gewisse Ähnlichkeit, die man herstellt. Ja. Also es reicht dann manchmal auch, am gleichen Tag Geburtstag zu haben. Dann ist jemand attraktiver. Also sehr, sehr oberflächliche Merkmale oder die komische Jacketts zu tragen und so weiter. Mir fehlt noch die Mütze und dann sind wir uns auch deutlich sympathischer plötzlich. Also solche Sachen. Aber auch natürlich inhaltlich, dass man attraktiv deswegen wird, weil man ähnliche Einstellungen hat, ähnlichen Zugang zu etwas, ähnliche Probleme. Jetzt, ich erinnere mal an den Schminkpinsel. Ne? Mhm. Das ist genau mein Problem. Ja. Und da kommt diese Ähnlichkeit zustande. Dann gibt es natürlich ein Faktor von Nähe. Also rein eine Nähe zu jemand und die sich wiederholt, führt eigentlich auch zu Sympathie, zu Attraktion. Ein komisches Phänomen, aber ist tatsächlich so. Also Leute, die uns öfter begegnen, die finden wir auch attraktiver. Und ich will aber jetzt nicht das eigene Video noch killen und allzu viel erzählen. Aber ganz wichtig am Ende noch ist das, was wir reziproge Zuneigung nennen. Auch wieder so ein schönes Fremdwort aus meiner Wissenschaft, kann man ganz leicht erklären. Es ist eine gegenseitige Sympathie. Yeah. Wenn ich merke, der andere mag mich und findet mich sympathisch, dann ist das ein ganz starker Faktor, ihn auch zu mögen. Mhm. Ja.
Okay, und also das Krieg kommt hier natürlich auch rüber. Es ist, ne, geht Ähnlichkeit, das hatten wir alles schon, aber auch dieses Gefühl, ich mag dich. Ja. Ne, du bist Zuschauer oder Zuschauerin und du wirst hier gemocht. Ja, das kommt wahrgenommen wahrscheinlich gut auch. Ne? Also es kommt gut an. Ja, okay, also ja. Geht es nicht nur um die, also ein YouTuber muss nicht per se besser schön aussehen als andere, nein, sondern irgendwas haben wahrscheinlich, das also mir die, ja, attraktiv vorkommt. Also die Superschönen haben es noch mal schwieriger. Aber dazu machen wir ein anderes Video. Okay, sehr gerne. Also, und da habe ich auch ein paar große die Superschönen, da müssen wir dabei, aufpassen. Die müssen wir angucken. Ja, ja. Sehr schön. Ja. Gut. Gibt es noch irgendwas, was Ihnen einfällt? Naja gut, mir ist noch eingefallen, ob ich diese dritte Stufe erreicht habe. Ja. Merke ich das für mich? Bin ich wirklich Bibi manchmal? Habe ich mir so ein paar Fragen aus der Literatur zusammengesucht. Ja. Im Grunde könnte ich die jetzt vorlesen. Also ich identifiziere mich mit Bibi. Ich bin Bibi, wenn ich folgende Fragen mit Ja beantworte. Ja, also, ich bin Bibi. Das ist, ich mag bin das. Bibi. Ja, ja, ich finde es... Ja. Also, psychologisch eigentlich das, was man, wie man es am besten und am einfachsten ausdrücken kann. Also teile ich Ihre Gefühle, fühle ich genauso wie Sie in einer gegebenen Situation. Fühle ich das, was da jetzt passiert? Ja. Kann ich das spüren? Wäre also die erste Frage. Dann teile ich Ihren Blick auf die Situation, urteile ich genauso wie Sie, verstehe ich Ihre Absichten, Ihre Gründe für das Verhalten, das Sie jetzt gerade zeigt, wenn ich das wirklich 100% nachvollziehen kann, dann bin ich auf dieser Spur. Stimmen meine eigenen Bedürfnisse mit denen von Bibi überein? Kann es sein, dass ich 1:1 das Gleiche gerne hätte in dieser Situation? Fühle ich mich dann so, als wäre ich Bibi? Mal ehrlich, ne? Wie in diesem Roman, den man liest, bin ich da die Hauptfigur auf einmal und kann ich das alles schön nachvollziehen? Habe ich mich auch selbst vergessen? Bin ich noch in der Interaktion mit dieser Person? Guckt der zu? Find das toll? Hatten wir ja vorhin schon. Nee, ich bin schon drüber hinaus. Ich bin sozusagen 1:1 mit ihr geworden. Und bin ich selbst auch ein Teil des Videos? Fühle ich mich als Teil des Videos, weil ich jetzt eben Zuschauerin oder Zuschauer bin. Fangen dann Menschen auch an, wirklich auch so mehr zu denen so wirklich auch zu werden, so ich sage jetzt mal in der Wahrnehmung, dass sie sich so bewegen, dass sie sich so schminken, vielleicht so die Klamotten anziehen, etc. Also ist das dann so ein klares Indiz dafür? Ja. Weil das sehe ich, sieht man ja wirklich, oder sehe ich viel auch bei mir in meinem Familienkreis, das sind ja auch Neffen und Nichten, die durchaus in dem Alter sind. Und wie ich dann teilweise Bewegungen wahrnehme, wie ich sage, ach, das kennt man ja von der und der. Ja. Also das finde ich immer ganz faszinierend. Ich glaube, es ist aber auch gerade so in der jungen Zielgruppe so ein ganz, das ist ja wie dieses Nachahmen wahrscheinlich. 100%, auch, ja? Also 100%ig, aber das kennen wir aber auch aus der Peer Group. Ne? Dann taucht einer auf, hat so eine bestimmte Art, sich zu bewegen und plötzlich setzt sich das so durch oder eine Art Sprache, so Jugendsprache, einen witzigen Akzent eingebaut und dann machen das plötzlich andere nach und dann wird dann auch irgendwie... Das sind dann auch so sozusagen Besonderheiten, die derjenige dann hat, also das wäre das ein Ratschlag, wenn man Influencer werden will, irgendwie so eine Besonderheit zu haben, wie sich das dann bestimmte Betonung oder... Eindeutig, ja. Also das ist dann auch ein Wiedererkennungsmerkmal und das... ist etwas, was eine Person besonders macht und deswegen auch attraktiv macht, ist irgendwie anders. Ja, was habe ich noch mitgebracht hier? Also Selbstbeschreibung, das hatten wir vorhin. Ich habe noch mehr Beispiele. Wenn wir wollen, können wir uns noch mal eins anschauen. Wären so 30 Sekunden. Ja. Charakter-Tag. So, dann die zweite Frage. Gibst du Obdachlosen Geld? Ja, ich gebe Obdachlosen sogar gerne Geld. Allerdings finde ich es nicht so gut, wenn Obdachlose so drauf sind, dass sie echt nur Geld haben wollen. Deswegen gebe ich auch oft zu trinken oder essen. Und ja, ich freue mich halt, wenn die sich freuen und deswegen bekommen die was von mir. So, jetzt mein Handy ausgegangen. Ja, also das meine ich. Ne? Dann gibt es dann so positiv bewertete Eigenschaften. Ja. In dem Fall so was Altruistisches. Gibst du Obdachlosengeld? Ja, natürlich. Und das sind arme Leute und du musst anderen helfen. All das gehört also auch mit hier dazu. Das ist so... Masche würde ich jetzt nicht sagen. Ne? Auch für mich kommt das eigentlich sehr realistisch rüber. Ich glaube nicht, dass sie die Sozialpsychologie-Lehrbücher alle gelesen hat und jetzt gezielt solche Maßnahmen ergreift und die in diese Videos einbaut.
Glaube ich eher nicht. Aber sie geht aber nach Lehrbuch ist vor, einfach quasi. Gut, ja. Aber wir können das alles so schön im Lehrbuch können wir nachgucken und das wird hier angesprochen und das funktioniert eigentlich im Grunde genial. Also ich, letztendlich haben wir uns jetzt ja auch nur so ein, ich sag mal, so einen ganz kleinen Ausschnitt aus dieser riesengroßen Welt Influencer, Social Media, ja. Stars und so weiter angeschaut. Ich glaube, da gibt es ja noch viele, viele andere Möglichkeiten, auch da mal hinterzugucken, was bedeutet das eigentlich aus ihrer Sicht und nicht nur aus, ich sage jetzt mal, meiner Vermarktungssicht. Was, ich sage einfach, die funktioniert toll und hat für viele Zahlen und die Leute interagieren mit ihr. Aber was steckt da eigentlich hinter? Da gibt es ja bestimmt auch noch andere Kanäle, andere Menschen. Vielleicht machen wir das ja auch nochmal wieder. Das finde ich total, weil ich merke schon jetzt, schon, so, wow, ja, das ist spannend, da ist ja eine Menge hinter, worauf ich zum Beispiel gar nicht achte. Von daher war das jetzt für mich extrem interessant. Ja. Und habe jetzt das Bedürfnis, eigentlich zu sagen, das möchte ich in kleinere Häppchen packen und noch plakativer raus. Ja, kann man natürlich auch. Also, wir wollen aber natürlich im Rahmen bleiben, ja, auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause. Ich hoffe jetzt einfach, es hat Spaß gemacht. Wir haben heute ein bisschen ein anderes Format gewählt, haben jetzt auch mal gezeigt, man kann diese theoretischen Begriffe, die wir in der Sozialpsychologie haben, jetzt auch mal konkret in einer Situation anwenden. In dem Fall auf Bibis Beauty Palace. Sehr interessantes YouTube-Phänomen. Für alle, die Spaß gehabt haben, lassen Sie gerne einen Daumen da. Wir sammeln die genauso wie Bibi natürlich auch, auch wenn wir nur einen Bruchteil so viele bekommen. Abonnieren Sie den Kanal, wenn es Ihnen gefallen hat, und wir sehen uns wieder. Vielen Dank und bis dahin.